herzlich willkommen bei Padauts, Part Nummer, ach, keine Ahnung, 17. Wir haben in der letzten Folge eine Riesenspinne besiegt. Wir sind ja irgendwie in der Hölle. Und wir haben zwei Schallplatten von irgendeiner Waffe gefunden. Und jetzt bin ich so doof, dass ich wieder zurückgegangen bin, da wo die Schallplatte war. Anstatt wieder da, wo wir hin müssen. Und zwar hier runter. Ha. Zu dem Auge. Es ist aber auch fotzig, ne? Das hätte man gut verpassen können, diese Platte. Ja. Ah, hier war die Hölle. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ja, das ist gar nicht so. Da ist es. Hätte man sehen können. Hätte Fahrradkette. Du bist ja ein Mobber, bist du. Das ist Feststellung von Tatsachen. Du bist eine Tatsache von Feststellung. Oder was so. Was auch immer du sagst. Ist aber auch, das sieht hier... verrückt aus. Ja. Oh Gott. Boah. Das ist wie bei so einer alten F-Zero-Stage, wenn man so komplett... Das erinnert mich hier an, war das auch die Hölle bei Dragon Ball? Wo er diesen übelst langen Pfad erstmal zum Teufel hin muss. Ja. Diese Drachenpfad-Gedöns. Ja. Oh, das ist wieder ein Auge. So, ich glaube, Auge ist meistens immer, wo es hauptmäßig weitergeht. Dann gehe ich mal den anderen Weg. Vielleicht finde ich da noch... Oh, guck mal, hier schon mal Muspelsheim. Und da oben ist ein... Ah, Vogel. Hab ihn. Yay. Ha. Was kriegst du denn, wenn du alle voll hast? Weiß ich nicht. Das habe ich keine Ahnung von. So. Making it easy. Hua. Jo. Mal schauen, was geht. Bestimmt irgendwas richtig Heftiges wieder. Besiege den Gegner ohne einen einzigen Gegentreffer. Gut, da seid ihr bei mir an der... Oh, und das ist noch so ein Kackgegner. Ja, läuft, würde ich sagen. Einer geht noch. Einer geht. Okay. Ich bin gerade ein bisschen fokussiert. Ja! Geschafft! noch so ein Herz. So. Gib's mir. Platin. Kein reines Platin, aber Platin. Ich glaube, für reines Platin war ich zu langsam, weil ich war so ein bisschen vorsichtig. Ist wahrscheinlich, wir müssen schnell sein müssen. Ja. Aber Platin ist doch schon mal ein Anfang. Ah, schon mal besser, als was ich jetzt die ganze Zeit bekomme. Wow. Puff, mach Puff. Boah, Alter, dieses Geschwappel. Ist doch richtig. Das ist schon ein bisschen nervig. Was geht jetzt hier so weit, der Weg? Aber hier ist auch wieder ein Auge. Ah, hier geht's hauptmäßig weiter. Dann muss ich das andere Auge. Okay. Was bist du denn? Okay. Wie auch immer. Kurier der Unterwelt. Sloth. Echt jetzt? Faultier? Nein, nicht Faultier, sondern Faulheit. Oder? Wer weiß das? Piu, piu, piu. Wie schwer hat er denn? 100. 4 Stück. Ah, ich habe 2. Mit denen werde ich es ihm jetzt auch geben. Ja, am Fuß hast du ja auch welche. Du hast ja eigentlich auch welche. Ja, ja, stimmt. Da siehst du. Er ist ausgeglichen hier. Haha, hast gedacht, du hättest mich, aber hattest du gar nicht. Ah, aber jetzt hast du mich. Ah, der macht immer, du denkst, bist ausgewichen und dann kommt noch mal einer. Bist ganz schön schnell, ne, du kleiner. Und ja, jetzt bist du benebelt, jetzt hab ich dich. Piu, piu. Puff. Pow. Okay, dann würde ich sagen, gehe ich hier nicht lang, sondern erstmal das andere Auge. Ja. Gold. Ach, hier ist noch so ein Geistruhr-Dings.
Okay. Aha, aha, aha. Ui. Bis wo musst du denn da latschen? Was soll das denn? Eine Feldreise. Mann, 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 ich hab gar keinen Bock drauf. Oh. Und dann das noch verfehlt. Ja, ich glaube, das kann ich schon mal vergessen, oder? Aber man kann den Weg ja schon mal üben. So. Dann hier. Ja, vielleicht schafft man das noch. So weit ist es ja gar nicht mehr. Piu, piu, piu. Siehst du, siehst du? Ein noch. Du, dein Panda. Panda. Panda, genau. Geschafft. Yay. Und jetzt muss ich wieder zur Truhe zurück. Es artet hier langsam mit Sport aus, ne? Und bin ich jetzt von hier eigentlich gekommen? Da ist bestimmt wieder ein Kampf. Oder auch nicht. Jetzt die Frage, ist das nicht der Ort, wo ich hergekommen bin ursprünglich? Ja, guck, hier geht's nach. Okay. Zur Hölle. Zur Hölle. Hölle. Chanukka. Ist mir aufgefallen. Wo geht's denn jetzt lang? Scheiße. Na, links. Oh. Da. Was ist mir aufgefallen? Dass die Blümchen, die hinter dir quasi wachsen, dass das Blumen mit Totenschädeln sind. Sind es das? Ist mir nie aufgefallen. Jetzt sehe ich's, ja. Du musst drauf achten, wenn die Kamera mal ganz dicht kommt. Naja, ich hab's eben. Wenn man so sieht. Auf so eine Feinheiten achtet man auch gar nicht, ey. Zumindest nicht, wenn man selber spielt. Dann bist du so ein bisschen beschäftigt mit dem ganzen Optik-Overload. Ah, ein Herzteil. Ein zerbrochenes Hexenherz. Da oben ist nichts. Bam. Okay. Das sah so auffällig aus. Gegner? Scheiße. Ja, aber diesmal bin ich voll im Explore-Modus. Besser ist auch nicht, dass wir wieder Schallplatten. Oh, da war ein heilender Kranz. Oh, du bist Sonne! Alles hier ist Sloth, ne? Ja. Ja, Sloth ist richtig nervig. Mach ich erstmal den kleinen, der ist leichter, dann kriege ich schneller weg. Boah, okay. Bist du gerade echt ausgewichen? Jep, jep, jep. No, hörst du mal auf? Wie er sich denn noch einmischt, ja? Ja, ist nicht in Ordnung, das ist ein bisschen unfair. Ja, kommst du mal? Ja, hier, Fledermaus-Power. Komm mal, meine Fledermaus. Boah, was war das? Ja, es war nichts mit Erfolg. Ja, sag das nicht zu laut. Bam, 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 bam! Wow. Boah. Oh. Ja, ich krieg dich. Du hast einfach keine Chance. Oh, er ist benebelt. Er ist behindert. Ob du behindert bist, hab ich nicht gefragt. So. Reicht jetzt aber auch wieder hier, ne? Oh, schon wieder ein Herzteil. Guck dir das an. Mach kaputt, mach kaputt. Ich will dahin, ich will dahin. Irgendwann nervt einen diese Animation. Oh, guck mal, da ist noch was zu heilen. Grüner Lorbeer. Das weiß ich gar nicht, bin ich von hier gekommen oder von der anderen Seite? Ist hier die Truhe? Ja, ja, hier ist die Truhe. Da bin ich von hier gerade gekommen. Ja, du wolltest doch erstmal die andere Ranke nehmen. Ja, deswegen suche ich jetzt gerade, ob hier. Hier ist aber wirklich nur der Kampf gewesen, ne? Ja. Okay. Sieht zumindest so aus. Ja. Dann weg von der Pisser-Ranke hier. Und die andere. Wo war die andere? Da irgendwo. Ich weiß auch nicht. Ach, da irgendwo. Okay. Da. Hab ich doch gesagt. Wenn ich dich nicht hätte. Genau. Mir ins Auge piepen. Mach ich doch. Tut das weh? Wie der sich da ran schalingelt. Schalingelt? Ja. Eine Truhe. Da muss die LP drin sein. Was ist das denn? Was zur Hölle? Oh Gott. Gehen jetzt hier die Transformers los oder was? Ah, den hatten wir auf jeden Fall. Irgendeine Stage hatten wir den schon mal hier. Die und ihre verrückten Gegner.
Ja. Das kannst du laut sagen. Los, sag es laut! Der und ihre verrückten Gegner! Ah! Umbra Climax, so. No. Was hast du davon? Hier nochmal ein bisschen Schlangepeitsche. Bitchlap. Jetzt darf er aber auch langsam, ne? Ja, er darf langsam einen Löffel abgeben. Bis jetzt, stopp. Ja, er zerfällt schon langsam. Sieht schon nicht mehr so schön glänzend aus. Ja. Oh, komm. Jetzt. Oh, sehr gut. Ey, ich will sein Ding mitnehmen. Ja. Gib, seine gib, Rädchen. Gib, danke. Da muss die Schallplatte drin sein, bitte. Nee, doch. War sie das? Ja. Das oh mein Gott. Oh. So. Oh. Ja, auf an dem Ungetüm. Ach, so doof, dass wir das in einer anderen Stage nicht geschafft haben. Wären wir da mal mehr im Suchmodus, so wie hier gerade gewesen. Ja. Das bereue ich jetzt. Mit all meinen Bereuungsskills, die 2-3. So was kannst du? Ja, ich kann so tun. Ach, hier. Links. Ich würde sagen. Nicht vorbeilaufen. Geh kaputt. Ja, pieks, pieks, pieks. Ist ein Pommes. Oh, ja. Schlängel, Schlängel, Schlängel. Du Schlingel. Warte mal. Guck mal. Ah. Ist mir gerade so aufgefallen. Voll versteckt dann so. Ja gut, aber ist jetzt nicht so, dass du was mega geiles drin war, aber es ist so ein Prinzip-Ding, weißt du? Ja. Ah. Mass Attacks. Das war eine Friedenstaube. Oh, Schuhe. Oh, Kippe. Den Waffenhändler des Vertrauens? Mhm. Der Weihnachtsmann? I look like the rescuing type. If you were to kick the bucket here, I'd be all over your soul like a hungry hyena. Hmm. Ach so, ja, Manta-Rochen. Sagen Sie aus wie Rochen? Naja, den hatten wir ja schon mal, als wir das erste Mal irgendwie diese Höllenstage hatten. Ja, genau, jetzt reite ich auf dem rum oder was? Ja. Wärst du lieber, du müsstest mit ihm kämpfen, oder was? Denkst du das Vieh selber nicht? Nee, nee. Achso, du kämpfst. Ich bin einfach nur drauf. Du bist drauf? Ja. Drauf und dran auf die Fresse zu kriegen, das bin ich. Aber Rodin, der Denker, macht das schon. Wie auch immer. Wow. Piu, piu. Und nochmal. Was ist denn hier los? Ja, geht auf. So war das. Läuft. Und er steht da vorne los, weißt du? Oh, er hilft dir. Ja, ja, der macht dir schon die ganze Zeit ordentlich weg. Hm. Mein Gott. Komm halt runter hier. Du hast gesehen, was er gerade gerissen hat? Das war nicht ich. Boah! Diese alte Klatschen. Das ist schon ein bisschen geil. Was? Da sind sie wieder. Ja. Zwei Schläge und die sind weg, oder was? Das war wohl nichts, ne? John! John! Seriously thinking of getting between a man and his next payday.
Chill, Bayonetta. Don't go shooting up my target, you dig? I need that one intact. Gold. Wie nur Gold? Wurde ich überhaupt getroffen? Das ist ärgerlich. Wahrscheinlich, weil du ihn die ganze Arbeit machen lassen hast. Oh, sogar irgendeinen Kampf vergessen. Scheint so. Aber wenigstens komme ich jetzt auf 100.000. Du hast eine Verskarte erhalten. Für den Multiplayer. Bei dem man sehr gut Ringe boosten kann, Leute. Sehr, sehr gut. Die Herrscherin von Inferno ist die nächste Aufgabe. Ich gehe mal in den Shop. Jetzt müsste ich doch eine neue Waffe kriegen. Oh. Über diese Wartezeiten. Another LP. No rest for the wicked. Even if I am jollier than the average demon. Ja, los. No need to pity me. I was bored anyways. Be right back. This one's gonna be fun. Sein Tattoo sieht ein bisschen aus, als hätte er sich einen Schnurrbart tätowiert. Tschö mit Ö. Faluppe. Jetzt blubt er wieder. Was macht er denn? Damn. Some of these fools are really about that life. Haben zu klöppeln. Los, gib's mir! Oh, Mäuschen. Kettensägenschwerter. Wie teuer? Ich kann's mir leisten! Ja! Erwerben. So. So, jetzt lass mich in Ruhe. Unmöglich, bist du unmöglich. Aber ich hab voll geile Waffen, ey. Die muss ich austesten. Charaktereinstellung. Ausrüstung. Oh, was nehme ich denn weg? Salamandra. Und nochmal Salamandra. Und dann nehme ich hier die Andini. Okay. Ja. Trainingsmodus. Oh Gott. Wie das aussieht. Vor allem die an den Füßen, ne? Ja. Was ist da los? Da übertrieben. Wie kämpft das Ding? Oh Gott, das liegt ja richtig. Oh! Das ist geil. Wie der auch noch rumgleitest mit denen. Das ist ja ein bisschen geil. Komm, ab. Hat er denn keinen so einen Überangriff, ne? Das weiß ich nicht. Oh, das ist cool. Was kann man hier noch? Ey, das ist schon ein bisschen cool. Okay, Leute, jetzt habe ich... Oh, warte, der Ultramodus nochmal. Boah, Riesensägen. Kettensägen-Massaker. Guck dir das an. Dich schicken wir mal an Balto. Das ist schon ein bisschen geil. Okay, Leute, jetzt aber. Das war's mit der Folge. In der nächsten Folge werden wir ein bisschen richtig rumsägen. Also liken, kommentieren, abonnieren, teilen. Tschüss.